der erste Extremsporttag in Frankfurt. Und als ich gefragt wurde, ob ich Lust habe, diese Moderation zu übernehmen, habe ich mich erst mal gefragt, was ist denn eigentlich Extremsport? Also für mich wäre es schon extrem, einen Marathon zu laufen. Naja, eigentlich wäre sogar schon ein Halbmarathon für mich extrem. Das ist aber für andere, ja, eigentlich Kinkerlitzchen, das machen sie morgens teilweise vielleicht als Frühgymnastik. Also Extremsport ist ein sehr, sehr komplexes Thema, ein sehr weitreichendes Thema. Und wir wollen heute einiges über diese interessante Art des Sporttreibens einfach erfahren. Und vor allen Dingen auch, was es ja, für Effekte hat, Extremsport auszuüben. Was sind die Motivationen? Was bringt einem dieser Extremsport? Wie ist man dazu gekommen? Ganz, ganz viele interessante Aspekte, die wir heute im Laufe des Tages hier erfahren dürfen. Das typische Vorurteil ist, na, Extremsportler sind alles Adrenalin-Junkies, Leute, die ihr Leben aufs Spiel setzen, um irgendwie einen neuen Weltrekord oder was auch immer aufzustellen. Und das ist es ja eigentlich nicht. Also ich denke, wenn man heute auch so ein bisschen die Vorträge verfolgt hat, sieht man, dass die Extremsportler normal sind, dass es Leute sind, die genießen, die Landschaft genießen, die einfach die Herausforderung genießen. Und, ja. Ich bin angefangen, weil ich einfach das gelebt habe, von klein auf an. Ich bin mit 8 Jahren schon Extremsport angefangen, ich wusste gar nicht, das Extremsport gibt, das Wort kannte ich ja gar nicht. Ich habe einfach nur mich wohlgefühlt, habe Spaß gehabt. Und dieses Wort Extremsport, das hat die Presse mir gegeben. So, der Extremsport, ich wusste gar nicht, damit anzufangen, ehrlich gesagt. Und eins wusste ich wollte nicht so werden wie die anderen Männer im Dorf. Arbeiten, aber Couch liegen und essen und so. Immer in der Runde. Diese Lebensqualität, das war mit 12 Jahren, habe ich das schon begriffen. So wollte ich nicht leben. Und nach 8 Stunden sind wir als Erste nur zu 4 oben auf dem Gipfel und es ist schon, die Freudentränen kommen da unweigerlich und es ist ein überragendes Gefühl. 20 Minuten später wird es hell und wenn man die ersten Sonnenstrahlen erlebt, dann weiß man, warum man die ganzen Strapazen auf sich genommen hat, die viele Zeit dort im Berg verbracht hat und auch ganz abgesehen davon, dass viele Geld ausgegeben hat. Aber wenn die ersten Berggipfel beleuchtet wurden, und man das von der Vogelperspektive sieht und nicht unten vom Tal aus, ist so ein grandioses Erlebnis. Und wirklich ganz, ganz oben zu sein, man schaut hoch und es kommt nichts Höheres, ist ein erhabenes Glücksgefühl. Ja, es ist ganz schwer, die richtigen Worte zu finden. Ich sage immer, der deutschen Sprache, da fehlen die richtigen Vokabeln dazu. Wenn ich an meiner psychischen Grenze ankomme, das verändert mich. Das verändert mich als Mensch, die Einstellung zum Leben, woran auch immer. Es verändert mich und das ist ein unglaublich spannender Effekt. Und ich glaube, dadurch, dass ich das RAM allein einmal geschafft habe, bin ich so ein innerlich ruhiger und starker Mensch geworden, dass ich davon überzeugt bin, mein Umfeld ebenfalls zu beruhigen und zu stärken. Und das ist einfach was Schönes. Race Across America, das ist ein super faszinierendes Thema, wie ein Team diese Strecke durchhält und also es ist super, also super Leute auf jeden Fall hier. Gefällt mir sehr gut, ist gut organisiert, fürs erste Mal finde ich, läuft das ganz klasse. Habe mir auch ein paar Vorträge angeguckt, die echt spannend und motivierend waren und unglaublich, was der menschliche Körper so alles leisten kann, wenn der Kopf will und mitspielt. Nee, macht Spaß, wir sind froh, dass wir hier sind. Hast du denn heute die Gelegenheit gehabt, deine Botschaft auch so richtig rüberzubringen in diesem neuen Umfeld, was wir hier präsentieren? Also ich fand diese ganze Veranstaltung eine super Sache, weil halt genau wir die Ansprechpartner für die Interessenten sind und wir auch genau die richtigen Interessenten heute hier hatten. Also die einzige Empfehlung, die ich geben kann, ist, dass es mit dieser Veranstaltung weitergehen soll, weil genau das ist der Punkt. Wir hatten jetzt einen ersten Extremsporttag, der war super toll und super effektiv, also können wir auch dann den zweiten durchführen. Das machen wir dann bestimmt auch. Ganz, ganz herzliches Dankeschön, dass du da warst.